Wenige Lebensräume unserer Heimat beherbergen so viele Tier- und Pflanzenarten wie die Bäche und Flüsse. Dabei verändern diese Lebensadern der Landschaft von der Quelle bis zur Mündung stetig ihr Gesicht. An einem naturbelassenen Lauf gleicht keine Flussschläge der anderen und viele Tierarten besiedeln immer nur einen ganz bestimmten Flussabschnitt. Liebe Zuschauer, klare Flüsse, die sich so idyllisch durch Täler und Wiesen schlängeln, sind bei uns selten geworden. Wir Menschen haben eigentlich die Flüsse immer zu unserem Vorteil genutzt. Für Mühlen, für Hammerwerke und vor allen Dingen als Wasserstraßen. Wir haben sie begradigt, wir haben ihre Ufer verbaut. Wir haben sie aber auch für Trinkwasser und Brauchwasser genutzt, eigentlich ein Ansporn, die sauber zu halten. Trotzdem wurden immer mehr Abwässer in die Flüsse geleitet. Wie viele Flüsse haben wir in Kanäle umgewandelt, um Unmengen giftiger Stoffe von Industrien und Haushalten zum Meer zu führen? Und das ist der Grund, dass es heute nur noch wenige Flusslandschaften gibt, die man Erholungslandschaften nennen kann. Ja, meine lieben Zuschauer, es ist unglaublich. Allein 30 Jahre ist es her, dass praktisch für alle unsere Flüsse Badeverbot herrscht. Nun, heute wissen wir kaum noch, wie artenreich einstmals unsere Flusslandschaften an Tieren, an Pflanzen waren. Und das ist wohl Grund genug, heute einmal eine Expedition zu den letzten noch intakten Flusslandschaften unserer Heimat zu unternehmen. Dort, wo das Grundwasser aus der Erde tritt, beginnt das Leben eines Flusses. Oft bildet sich hier ein großer Trichter, in dem sich das klare Wasser sammelt. In dem sauberen, aber nährstoffarmen Wasser solcher Quelltöpfe leben nur wenige Tierarten. Bei Pflanzen sieht es anders aus. Sie sind von der Nährstoffzufuhr unabhängig. Sie benötigen allein die Energie des Sonnenlichtes, um zu wachsen. Nur wenige hundert Meter unterhalb der Quelle führt der noch schmale Bach schon so viel Wasser, dass er bereits eine Waldlichtung in eine Feuchtwiese verwandeln kann. Sumpfpflanzen wie der Schlangenknöterich und das Vergissmeinnicht wachsen hier. Weiter flussab liegt die Bisamratte. Mit den großen Blättern der Pestwurz polstert der Nager seinen Bau aus. Die eigentliche Heimat der Bisamratten ist Nordamerika. Erst Anfang des Jahrhunderts kam sie nach Europa. Ein spleniger Adliger setzte sie in seinem Revier als Jagdwild aus. Die Wasseramsel lebt ausschließlich an den Oberläufen sauberer, schnell fließender Bäche und Flüsse. Deshalb ist sie selten geworden. Jetzt im Frühjahr ist der Singvogel ständig auf Nahrungssuche, weil er seinen Nachwuchs füttern muss. Am ständigen Knicksen und dem weißen Brustgefieder kann man die Wasseramsel schon von Weitem erkennen. Die Jungen werden hauptsächlich mit Wasserinsekten und deren Larven gefüttert. Dabei hat die Wasseramsel eine für Singvögel einmalige Jagdtechnik entwickelt. Sie kann nicht nur schwimmen, sondern auch nach Beute tauchen. Eine beliebte Nahrung sind die Larven der Köcherfliege, die sich zum Schutz gegen räuberische Libellenlarven ein Gehäuse aus Pflanzen und Kieselsteinchen bauen. Beim Tauchen zieht die Amsel ihre Beine ein und rudert geschickt mit ihren Flügeln. Bis zu 30 Sekunden kann sie unter Wasser bleiben. Das dichte Gefieder
ist durch die fettigen Absonderungen der Bürzeldrüse wasserabweisend. Zur Brutzeit beansprucht ein Wasseramselpärchen einen mehrere hundert Meter langen Bachabschnitt, den es gegen Artgenossen auch aggressiv verteidigt. Der Gesang des Männchens ist eine Warnung an die Konkurrenten, dass dieser Uferabschnitt schon besetzt ist. Wie die Wasseramsel, so sind auch einige Fischarten auf steinige Bäche mit sauberem und nährstoffarmem Wasser angewiesen. Anspruchsvolle Fische wie diese als Einzelgänger lebende Groppe sind wegen der zunehmenden Wasserverschmutzung selten geworden. Angler mögen diesen kleinen Bodenfisch nicht, weil er unter anderem die Eier einiger Speisefische frisst. Auch die Bachschmerle lebt am Bachgrund. Sie jagt nur in der Dämmerung. Tagsüber versteckt sie sich unter Steinen. An einem Bach in Oberfranken, nahe der Stadt Rehau, bin ich auf die Suche gegangen nach einer der wohl seltensten und interessantesten Tierarten unserer Heimat. Dieses Bächlein an der deutsch-tschechischen Grenze hat ein so sauerstoffreiches und sauberes Wasser, dass hier sogar die Flussperlmuschel noch leben kann, die anderwärts so selten geworden ist. Die Flussperlmuschel stellt an die Wasserqualität die höchsten Ansprüche. Übrigens wird so eine Perlmuschel uralt. Dieses Exemplar ist etwa 80 Jahre alt. Sie kann 100 Jahre und älter werden, wenn die Wasserqualität nicht beeinträchtigt wird. Man nennt die Perlmuschel auch Schatzmuschel, weil sie in ihrem Mantel eine wunderschöne Perle, ähnlich wie die Auster, produziert. Aber nur jede zehntausendste Muschel produziert eine Perle und dafür braucht sie 30 bis 40 Jahre. Das Sammeln von Perlen war einmal hier in Bayern nur den Königen vorbehalten. Sie hatten das Privileg, Wilderer wurden arg bestraft. Das war ein guter Schutz für die Perlmuschel. Nun, vor 100 Jahren brach die Population praktisch zusammen. Die Perlmuscheln wurden so selten, dass sich die Perlfischerei nicht mehr lohnte. Aber hier, an diesem propren Bächlein, da finden wir noch Plätze, wo sie so dicht zusammenleben wie Ziegel auf einem Dach. Die Schalen der Perlmuscheln sind sehr dick, weil der feine Sand im Wasserstrom wie ein Sandstrahlgebläse auf das Gehäuse wirkt. Flussperlmuscheln graben sich mit dem Vorderende in den Bachgrund ein. Das Hinterende ist einen Spalt breit offen. Durch diese Öffnung strudeln sie das Wasser ein, filtern die darin enthaltenen Schwebstoffe und verdauen sie. Wird eine Muschel durch den Wasserstrom aus ihrer Verankerung gerissen, kann sie sich mit ihrem sogenannten Fuß an anderer Stelle wieder eingraben. Im Spätsommer pflanzen sich die Flussperlmuscheln fort. Fast gleichzeitig stoßen alle Weibchen eines Flussabschnittes ihre Larven aus. Jährlich produziert ein einzelnes Tier über 4 Millionen Nachkommen, doch nur extrem wenige werden erwachsen. Die mikroskopisch kleinen Larven, die sogenannten Glochidien, müssen nämlich, um sich weiterentwickeln zu können, von Bachforellen eingeatmet werden. Nur an ihren Kiemen wachsen sie zu Jungmuscheln heran. Nachdem sie ein Jahr dort als Parasit gelebt haben, fallen sie ab und vergraben sich im Bachgrund. Von Muschellarven befallene Bachforellen werden nicht geschwächt. Man sieht, dieses Männchen wirbt sogar unbeeinflusst um die Gunst eines Weibchens. Um
um den Fischen eine Wanderungsmöglichkeit zwischen den Nahrungs- und Laichplätzen zu ermöglichen, hat man an vielen Wehren sogenannte Fischleitern gebaut. Treppen, die ihnen helfen sollen, die Stauhöhe zu überwinden. 3 bis 4 Monate dauert die Entwicklung der Forelleneier. Dann schlüpfen Larven, die einen nährstoffreichen Dottersack besitzen. Erst, wenn der Dottervorrat erschöpft ist, beginnen die Jungforellen, Kleinkrebsen und Insektenlarven nachzujagen. Nur dort, wo saubere Bäche auch genügend Versteckmöglichkeiten bieten, sind Bachforellen noch häufig. Besonders gern wird das verzweigte Wurzelwerk der Erlen als Unterschlupf aufgesucht. Das Wurzelgestrüpp ist auch der Lebensraum eines räuberischen Insektes. Hier lebt die Larve der Prachtlibelle. Erst im Alter von 2 Jahren häutet sie sich zum letzten Mal und verwandelt sich dann zum Fluginsekt. Die Flügel sind bei den im Wasser lebenden Larven bereits als Stummel vorhanden. Um atmen zu können, besitzen die Prachtlibellenlarven Anhänge am Hinterleib, die als Kiemen funktionieren. Die Männchen der gebänderten Prachtlibelle sind azurblau. Nur bei schönem Wetter sind Libellen zu sehen. Um ihren Revieranspruch den Konkurrenten gegenüber zu signalisieren, lassen sie sich auf weit sichtbaren Plätzen nieder. Das Flügelspreizen ist eine Drohgebärde. Nicht immer lassen sich fremde Männchen einschüchtern. Um begehrte Reviere kommt es manchmal zu heftigen Kämpfen. Ist ein Weibchen paarungsbereit, fliegt es in das Territorium eines Männchen. Der Revierinhaber eilt sofort herbei, um seine Partnerin mit den Hinterleibszangen am Kopf zu fassen. Nun muss das Weibchen seinen Hinterleib an der sogenannten Samentasche des Männchens einklinken. Diese reifenähnliche Kopulationsstellung nennen die Biologen Libellenrad. Nach der Übertragung des Samens löst das Männchen den Zangengriff und das Weibchen beginnt sofort mit der Eiablage. Mit ihrem Legestachel bohren sie Wasserpflanzen wie dieses schwimmende Laichkraut an und legen dort anschließend ihre Eier ab. Während der Eiablage sind die Weibchen besonders gefährdet. Deshalb werden sie von ihren Männchen bewacht. Doch oft fallen sie, wie hier, trotz der Bewachung räuberischen Wasserinsekten und Forellen zum Opfer. Eine ganz besondere Entdeckung machte unser Kamerateam an diesem Wehr. 9 Augen versammeln sich, um zu laichen. Ihren Namen erhielten diese aalförmigen Tiere von ihren 9 Körperöffnungen auf jeder Seite, dem Nasenloch, dem Auge und den 7 Kiemenöffnungen. 9 Augen sind keine Fische, wie man vielleicht meinen könnte. Sie gehören zur urtümlichen Gruppe der sogenannten Kieferlosen, die statt Kiefer Saugscheiben besitzen, mit denen sie sich an lebenden Fischen festhalten, um ihnen dann mit ihrer scharfen Zunge Haut und kleine Fleischstücke abzuraspeln. Nicht allein durch die zunehmende Wasserverschmutzung werden unsere Flusslandschaften immer ärmer an Tieren und Pflanzen. Auch die umfangreichen Begradigungen unserer Bäche und Flüsse tragen zum Artenschwund bei. So sind steile und sandige Prallhänge wie dieser eine Voraussetzung, dass der Eisvogel seine Bruthöhle bauen kann. Nicht immer ist der tropisch bunte Vogel für seine Jagd erfolgreich. Bis zu 10-mal muss er tauchen, bis er einen Fisch erwischt. Eisvögel sind Einzelgänger. Niemals liegen ihre Höhlen nebeneinander. Das Nest liegt nicht direkt am Eingang,
sondern am Ende eines schmalen und bis zu einem Meter langen Tunnels. Die Eltern müssen Erstaunliches leisten, um den Nachwuchs satt zu bekommen, denn jedes der Jungen bekommt täglich etwa 5 kleine Fische. Dafür müssen Männchen und Weibchen etwa 200 Tauchgänge absolvieren. In den letzten 100 Jahren sind viele Tiere unserer Flusslandschaften selten geworden oder sogar ausgestorben. Es sind aber auch neue Arten hinzugekommen. Wie die Bisamratte ist auch die chinesische Wollhandkrabbe bei uns heimisch geworden. Sie wurde über die Nordseehäfen durch Frachtschiffe eingeschleppt und vermehrte sich in einigen Flüssen und Kanälen explosionsartig. Ihren Namen erhielten diese Kurzschwanzkrebse durch den wolligen Haarbesatz an der Schere des Männchen. Etwa ab Juli wandern die Wollhandkrabben zum Unterlauf der Flüsse, um sich zu paaren. Hier treten sie dann in manchen Jahren in solchen Massen auf, dass man sie körbeweise fangen kann. An einigen Bächen und Flüssen unserer Mittelgebirge und der Alpen lebt eines der wohl ungewöhnlichsten Säugetiere unserer Heimat. Es ist die Wasserspitzmaus. Trotz ihres Namens hat sie nichts mit einer Maus gemein. Sie gehört zur Familie der Insektenfresser und ist mit dem Igel verwandt. Vor allem ihre Jagdtechnik ist es, die die Wasserspitzmaus von ihren Verwandten unterscheidet. Wie die Wasseramsel nutzt sie das reiche Nahrungsangebot im Wasser. Nur wenige Sekunden kann die Spitzmaus unter Wasser bleiben. Ihr eigener Pelz behindert sie beim Tauchen. Luft wird nämlich zwischen den Grannenhaaren festgehalten und gibt dem Tier einen starken Auftrieb. Das silbrige Glänzen wird durch die Luftperlen im dichten Pelz hervorgerufen. Die Wasserspitzmaus erbeutet alles, was sie überwältigen kann. Hier hat sie einen Stichling erwischt. Da die Wasserspitzmäuse auch Jungfische und Laich fressen, stellen ihr manche Fischzüchter nach. Doch der von ihnen angerichtete Schaden steht eigentlich in keinem Verhältnis zu den finanziellen Einbußen durch Industrieabwässer. Auch auf dem Land ist die Wasserspitzmaus ein geschickter Jäger. Ihre Augen braucht sie bei der Nahrungssuche nicht. Mit Vorliebe steckt sie ihre spitze Schnauze unter die Borke abgestorbener Bäume, riecht und ertastet sich Asseln, Käfer und Larven. In den Ebenen, wo die Strömung der Flüsse nicht so stark ist, gibt es eine vielseitige Ufervegetation. Hier im Mittellauf ist das Reich der Karpfenfische, der Plötze, der Schleier, der Hasel und der Flussbarsche. In solchen Ufergegenden, wo es gute Versteckmöglichkeiten gibt, da gibt es heute noch den Flusskrebs. Einstmals gab es sie bei uns in ungeheurer Zahl. Dann kam vor 100 Jahren die Krebspest, die hat die Bestände fast vernichtet. Man hat dann von Nordamerika einen Krebs eingebürgert, der sich hier stellenweise sehr gut vermehrt hat. Nun ist der Nordamerikaner nicht so groß wie dieser herrliche europäische Flusskrebs, von dem ich hier ein Exemplar finden konnte.
Ich kenne, meine lieben Zuschauer, kein Geschöpf, das Mutter Natur so fantastisch armiert hat wie einen solchen Krebs. Er hat also einen mächtigen, kräftigen Chitinpanzer und ein Beinpaar ist gewissermaßen zu Waffe und zum Nahrungserwerb ausgebildetes Ungeheuer. Schauen Sie mal, wie der Bursche mit seinen Zangen hier zugreift. Also ein sehr wehrhafter Bursche. Ich kann mir vorstellen, dass nur wenige von Ihnen jemals die Gelegenheit haben werden, einen Flusskrebs in seinem Element zu beobachten. Helmut Barth hat mit seiner Kamera das erstaunliche Leben der Flusskrebse für uns aufgenommen. Die Flusskrebse gehören zu den sogenannten Dekapoden, den Zehnbeinern. Das vordere Scherenbeinpaar wird nicht zum Laufen benutzt. Auf beweglichen Stielen sitzen die sogenannten Facettenaugen, die wie bei Insekten aus mehreren tausend Einzelaugen bestehen. Außerdem können sich die Krebse mit ihren langen Antennen ausgezeichnet im Dunkeln orientieren. Wo es nicht ausreichend Versteckmöglichkeiten gibt, streiten sich die Krebse oft um die besten Wohnhöhlen. Flusskrebse sehen ausgezeichnet. Selbst den Regenwurm oberhalb der Wasseroberfläche hat dieses Männchen längst entdeckt. Die gepanzerten Zehnbeiner finden ihre Nahrung aber auch mit Hilfe von Geschmacksorganen, die am Ende ihrer Beine und an den Mundwerkzeugen liegen. Krebse können ihre Beute nicht verschlingen. So muss der Regenwurm zuerst von den außerhalb des Mundes liegenden Kauwerkzeugen zerlegt werden. Fächerähnliche Anhänge strudeln die winzigen Nahrungsteile dann anschließend in den Magen. Auch die Flussbarsche fressen Regenwürmer. Deshalb sehen die Fische in den Krebsen Nahrungskonkurrenten. Durch heftige Attacken vertreiben sie den lästigen Rivalen. Flüchtende Flusskrebse können mit Hilfe ihres kräftigen Ruderschwanzes blitzschnell wegschwimmen, allerdings nur rückwärts. Um zu wachsen, müssen die Krebse von Zeit zu Zeit häuten. Der Vorgang der Ablösung des alten Panzers wird von einem Hormon gesteuert. Die neue Chitinhülle ist in den ersten Tagen nach der Häutung noch weich. Durch Aufnahme von Wasser spannt und vergrößert der Krebs die neue, noch faltige Haut. Im Laufe der nächsten Monate wächst er in den anfangs noch zu großen Panzer hinein. Die frisch gehäuteten, weichen Zehnbeiner werden Butterkrebse genannt. Solange der Panzer und die Schere nicht ausgehärtet sind, verstecken sich Krebse, weil sie während dieser Zeit für ihre Feinde eine leichte Beute sind. Im Herbst paaren sich die Flusskrebse. Bei der Begattung hält das Männchen sein Weibchen mit den Scheren fest und versucht dann, seine Partnerin auf den Rücken zu werfen. Die Samenpakete überträgt das Männchen mit speziellen, zu Begattungsorganen umgewandelten Schwimmbeinen. Die Vereinigung von Eiern und Samen erfolgt aber erst einige Tage nach der Paarung. Die Samen des Männchen sind nämlich von einer gallertartigen Hülle umgeben, die das Weibchen erst in seinem Körper auflösen muss.
Sind die Eier befruchtet, treten sie an den Geschlechtsöffnungen aus. Anschließend befestigt das Weibchen die Eipakete an seinen kurzen Hinterleibsbeinen. Krebse, die keine Brutpflege betreiben, ihre Eier nicht bewachen, legen bis zu 100-mal mehr Eier. Im Gegensatz zu den verwandten Wollhandkrabben entsteht bei den Flusskrebsen bereits im Ei ein beinahe fertig entwickelter Jungkrebs. Nach dem Verlassen der Eihülle muss er nur noch an Größe zunehmen und die Geschlechtsorgane ausbilden. Während ihrer Entwicklung benötigen die Eier viel Sauerstoff. Dazu werden sie vom Weibchen ständig im klaren Wasser hin und her geschwenkt. Nach dem Schlüpfen bleiben die Jungkrebse noch einige Zeit lang unter dem schützenden Panzer der Mutter. Erst wenn der Nachwuchs etwa 1 Zentimeter lang ist, wird er selbstständig und verlässt sein sicheres Versteck. Von den 50 bis 100 Jungkrebsen, die ein einzelnes Weibchen jedes Jahr aufzieht, überleben trotzdem nur sehr wenige die ersten Monate, denn sie haben viele Feinde. Selbst vor den Scheren der eigenen Mutter müssen sich die jungen Flusskrebse jetzt in Acht nehmen. Kannibalismus ist bei Krebsen nicht selten. So haben die Jungen nur dann eine Chance zu überleben, wenn sie schnell eine schützende Wohnhöhle finden. Wasserverschmutzung und Flussbegradigung sind zweifellos die Hauptgründe für den Rückgang vieler Tierarten unserer Flusslandschaften. Bei einigen wenigen spielt aber auch die erbarmungslose Verfolgung durch den Menschen eine wichtige Rolle. Zu diesen Tieren gehört der Biber. Die scheuen Nager bekommt man in Deutschland nur noch an wenigen Flüssen Bayerns und an der Elbe und seinen Nebenflüssen zu Gesicht. Das Verhaltensrepertoire des Bibers ist so vielseitig, dass es nie langweilig wird, ihn zu beobachten. Biber fressen hauptsächlich Rinde weicher Laubhölzer wie Weiden und Pappeln. Deshalb lassen sie unsere wichtigsten Nutzhölzer, die Nadelbäume und Eichen stehlen. So war der Flurschaden, den Biber anrichten können, auch nicht der Grund ihrer jahrhundertelangen Verfolgung. Zum Verhängnis wurde dem Nagetier neben seinem begehrten Fell Duftdrüsen, die das sogenannte Bibergeil enthalten. Noch zur Jahrhundertwende galt dieses Exkret als Wundermedizin gegen Migräne und Wassersucht. Seitdem der Biber ganzjährig geschützt ist, steigen die Bestandszahlen wieder. Junge Biber schwimmen und tauchen bereits im Alter von 2 Monaten. Damit der Nachwuchs nicht auskühlt, trägt ihn die Mutter nach einem kurzen Ausflug in den Bau zurück. Berühmt sind die Biberburgen, die meist aus einem Gewirr von Ästen bestehen und so groß werden können, dass sie wie hier Bäche zu sehen aufstauen. Die Zugänge zum Kessel in der Biberburg liegen unter Wasser. So ist der Wohnraum für seinen einzigen Feind, den Braunbären, schwer zu erreichen. Doch bei uns ist er schon über 100 Jahre ausgestorben. In ihren Trutzburgen ziehen die Biberweibchen jedes Jahr 3 bis 4 Junge groß. Wie artenreich Flusslandschaften sein können, in denen der Mensch kaum regulierend eingreift, zeigt das Elbtal an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Hier leben Tier- und Pflanzenarten, die man in vielen Gegenden unserer Heimat nur noch vom Hörensagen kennt. Doch dieser intakten Landschaft droht Gefahr.
Mit dem Öffnen der Grenze wurde diese Naturidylle links und rechts der Elbe jäh aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Wanderer bahnen sich Wege durch Feuchtgebiete und durch Feldreide. Segler und Motorbootfahrer stören die Vögel beim Brüten im Schilf. Zwischen Wittenberge und Lauenburg planen Bürgermeister auf einer Strecke von 100 Kilometern den Bau von 18 Häfen für Freizeitsegler mit Hotels, mit Campingplätzen, mit Imbissstuben. Neue Brücken sollen die beiden Elbufer wieder verbinden. Ja, man plant sogar den Bau hier einer Autobahn. Natürlich müssen die alten Verkehrswege verbessert werden, und das muss sogar schnell geschehen, um die Wirtschaftskraft hier im Osten zu stärken. Aber jetzt bei der Planung muss man darauf achten, dass diese wunderbare Landschaft im Elbtal, dieses artenreiche Landschaftsmosaik, dadurch nicht geopfert wird. Noch kann man auf den überschwemmten Elbwiesen im Frühjahr die Balz der Uferschnepfen beobachten. Nur zur Brutzeit ist das Gefieder dieses Wartvogels so auffällig rotbraun gefärbt. Diese Schnepfe brütet auf einer sumpfigen Wiese. Ihr Nest ist sehr einfach. Es besteht aus einer Mulde, in die der Vogel einige Halme legt. Während die Uferschnepfe das letzte Ei noch bebrütet, sind zwei Küken schon geschlüpft. Wie bei allen Wartvögeln sind die Jungen Nestflüchter. Bereits wenige Stunden nach dem Schlupf laufen die Küken umher und picken nach der ersten Nahrung. Männchen und Weibchen teilen sich das Brutgeschäft. Während ein Elternteil die Jungen hudert, also wärmt, ist das andere auf Nahrungssuche. Während die Uferschnepfen schon brüten, streiten sich die Kiebitzmännchen noch um die Weibchen. Mit seinem Imponiergehabe versucht das siegreiche Männchen aufzufallen, eine Partnerin anzulocken. Dieses Verhalten, bei dem das Männchen in die Grasnarbe Mulden dreht, bezeichnet Vogelkunde als Scheinnisten. Das stolze zur Schaustellen des Schwanzes hat im Kiebitz auch den Namen Wiesenpfau eingebracht. Das Männchen fährt so lange mit dem Scheinnisten fort, bis sich ein Weibchen für ihn interessiert und eine seiner Mulden als Nest annimmt. Kiebitze brüten hauptsächlich im Flachland. Hier fließen Bäche und Flüsse besonders langsam. Deshalb kann sich an ihren Ufern ein üppiger Schilf- und Schwimmpflanzengürtel ausbreiten. Die Fische der Oberläufe wie Forellen und Groppen können sich hier nicht fortpflanzen. Sie sind im Gegensatz zu den Fischen der Unterläufe, die ihre Eier an Wasserpflanzen kleben, auf kalte Bäche mit kiesigem Untergrund angewiesen. Ein Hecht. Er ist kein ausgesprochener Flussbewohner. Er kann wie viele andere Fische des Unterlaufs auch in Seen und Teichen leben. Fische erzählen sich von dem beliebten Speisefisch mancherlei Anglerlatein. Besonders über seine Größe und sein Gewicht. Auch wenn es unglaubhaft klingt, Gewichtangaben von 140 Pfund sind durch Zoologen verbürgt. Dort, wo die großen Flüsse die Ebenen durchströmen und ihr Wasserstand nicht reguliert wird, stehen die letzten Auwälder.
Nur noch wenige Quadratkilometer dieser artenreichen Biotope sind in Mitteleuropa erhalten geblieben. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, einen kapitalen Hirsch nicht auf der Lichtung einer monotonen Fichtenschonung, sondern im urwaldähnlichen Auwald bei der Brunft zu beobachten. Zwar sammelt der Platzhirsch während der Brunft viele Hirschkühe um sich, doch er hält sich keinen Harem, wie man meinen könnte. Führer des Rudels ist immer ein Weibchen. Am Rande des Auwaldes erstreckt sich, soweit das Auge reicht, ein Schilfgürtel. Hier können seltene Vögel wie die Rohrdommel und der Drosselrohrsänger noch ungestört brüten. Auch der Schlagschwirl hat am Rande des Auwaldes sein Nest gebaut. Wohl kein anderer Singvogel hat eine so eintönige Stimme, sie gleicht eher dem Zirpen einer Grille. Um die Funktion des Schlagschwirlgesanges zu demonstrieren, haben wir einen Lautsprecher im Revier des Männchens aufgestellt. Vom Tonband spielen wir den Gesang eines Artgenossen ab. Jetzt können wir den Vogel bequem filmen, denn immer wieder attackiert er den Lautsprecher, indem er einen Eindringling vermutet. Das Singen bedeutet also, das Revier ist besetzt. Ein richtiger Artgenosse wagt es nicht, sich dem besetzten Revier zu nähern. In den Donauauen Bayerns liegt die einzige Kolonie eines sonst in Deutschland nicht heimischen Vogels. Seit bereits 40 Jahren brüten hier in den Kronen der Weiden Nachtreiher. Wie der Name schon vermuten lässt, geht der Nachtreiher eigentlich nur während der Dämmerung und der Nacht auf die Jagd. Nur zur Brutzeit sucht der Reiher auch am Tag nach Beute. Dabei verschlingt er fast alles, was schnabelgerecht ist. Häufig frisst er sogar die Jungen anderer Reiherarten. Brütende Vögel reagieren auf Störungen sehr empfindlich. Manchmal verlassen sie die Nester und kehren nicht mehr zur Brut zurück. So wird unsere steigende Freizeit für die Natur zum Problem. Aus der Vogelperspektive wird eine andere Bedrohung unserer Flusslandschaften deutlich. Je unbeeinflusster durch den Menschen, desto mehr Arten können in ihr leben. Monokulturen ohne Hecken und Wäldchen durch die begradigte Kanäle ziehen, sind das Ende einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Das Erstaunliche ist, obwohl von uns geschaffen, fühlen wir uns in diesen Kultursteppen gar nicht wohl. Trotzdem begehen wir immer neue Sünden. Zwar sind unsere großen Flüsse wie Rhein und Elbe sauberer geworden, doch all die dafür aufgewandten Maßnahmen reichen nicht, denn immer noch leiten wir täglich gewaltige Giftmengen in die Flüsse ein. Die Zeit, dass man wieder in den Flüssen baden kann und Lachse zu den Oberläufen aufsteigen, ist noch weit.
Unsere Anstrengungen zur Gewässerreinhaltung müssen wir sogar aus ganz egoistischen Motiven noch verstärken. Denn Wasser ist unser Lebenselixier. Es darf nicht zur Kloake verkommen. Gewässerschutz hat nur bei internationaler Zusammenarbeit eine Chance. Das erkennen wir nirgendwo deutlicher als an den großen Strömen Europas. Was nutzt es, wenn sich ein Land um die Wasserqualität bemüht und die anderen Anliegerstaaten nicht mitarbeiten? Umso erfreulicher ist es deshalb, dass sich die Regierungen in Deutschland und Polen entschlossen haben, im unteren Odertal einen 130 Quadratkilometer großen grenzüberschneidenden Nationalpark zu schaffen. Es gibt hier über 100 Brutvogelarten, darunter Kostbarkeiten wie den Schwarzstorch, den Kranich und den Seeadler. Das Odertal ist ein ganz berühmtes, wichtiges Aufenthaltsernährungsgebiet für die durchziehenden Sumpf- und Wasservögel. Und in den Altarmen gibt es auch noch den Biber, ja, sogar mein Lieblingstier, den Fischotter, das wohl in seiner Existenz gefährdetste Wildtier unserer Heimat. Der Fischotter stellt an seinen Lebensraum die höchsten Ansprüche. Deshalb ist sein Vorkommen der beste Beweis für eine intakte Flusslandschaft. Wenn wir es durch eine intensivere Klärung unserer Abwässer und durch Renaturierung begradigter Bäche und Flüsse schaffen, diesen possierlichen Marder in unseren Flusslandschaften zu vermehren, dann bin ich zuversichtlich, dass damit auch wieder viele andere, bereits als ausgestorben geltende Tiere und Pflanzen zu uns zurückkehren.